So, also wir machen weiter bei Jam 2 und im nächsten Moss-Level Sermons and Stones. Oh je. Ich darf wieder nach links drücken, yay. So, was hast du mir hier mitgebracht? What the heck? Warum ist das passiert? As you like it. 2.1 Sweet are the uses of which adversity which like the toad. Ugly and venomous verse yet the pre. Was willst du von mir? Ah, okay, also nur wenn man da durchspinnt, tun die einem nichts. Sind die einfach so eingestellt, dass ich durchs Bin jumpen kann? Okay, warum auch immer. Aber gut, alles klar, verstanden. Das heißt, solange ich Spin jumpe, können mir die Swamps nichts. Ich kann aber auch dann nicht auf ihnen drauf Spin jumpen. Was die Stelle hier unten unangenehmer macht. Okay. Eieiei. Oh, ich muss auf dem mitreiten. Ah, ich habe Zeit, der fährt da hin und her. Da kann gar nichts passieren. Das ist doch schon mal gut. Hä, der dreht sich unendlich lange? Okay. Ich dachte, ich warte es nochmal ab, so bis er sich ausgedreht hat. Scheinbar hat er sich nie ausgedreht. Jo, was? Jetzt passt der on-off nicht, oder was? Oder muss ich hier einfach aushalten und er wird irgendwann gedreht? Ah. Muss ja irgendwie sowas sein. Okay. Midway. Ja und nö. Verstehe ich jetzt gerade den Sinn dahinter nicht. Hat mit dem A jetzt gerade gar nichts mehr zu tun, oder? Ist jetzt einfach... Weiß ich nicht. Dass das im Wasser ist, ist natürlich suboptimal. Also ich brauche Yoshi auf jeden Fall noch. Das Wasser fängt irgendwo da unten an erst. Das ist voll komisch gezeichnet. Das fängt nicht da an, wo es anfängt. Danke. Ich verstehe jetzt gerade nicht, wie ich dafür sorgen kann. Ach so, wahrscheinlich so. Ja, okay. Können wir einfach da in der Lücke landen. Und dann erstmal da chillen. Ah, oder wir ziehen komplett durch. Das ist natürlich das viel bessere.
So machen wir das. Easy. Okay, ich muss da hoch, nehme ich an. Und die Säge muss da weg. Ja, so nicht. Ach so, einfach hoch. Ja, okay. Wait, wie komme ich... Ach so. Glaube, ich hab's verstanden. Nicht sicher. Ja. Oh. Muss Yoshi rennen? Yoshi muss irgendwie rennen. Nice. Okay. Timing. Timing! Timing! Yes. Good custom ASM stops running when the goal sequence is active. Das heißt, ich kann dann wieder Spinjump auf den Dingern. Ja, und das ist kacke. Kann ich das irgendwie ausnutzen? Ne, so komme ich. Ne, ich komme hier immer wieder in die Lücke rein. Ach so! Ah, okay, wir haben es geschafft. Alles klar, verstanden. Wow, das war ein kurzes Morse-Level. Aber soll mir recht sein. Nein! Ah, nee, ich kann... Okay, ich muss ihn anders drücken, dann drücke ich ihn halt hier. Ja, auch egal, wo ich den drücke. Hä? Ach so. Dann soll der da einfach drauf stehen bleiben. Ah. Okay, wir haben das Mouse-Level noch nicht ganz geklärt. Mir fehlt noch das letzte Puzzle. Ich mache nochmal die ganzen Münzen dahinter. Da waren ein paar mehr Münzen, ne? Ja. Okay. Dann würde ich mal lieber jetzt gar keine Münze einsammeln. Denn die haben mit Sicherheit dann eine ganz andere Bedeutung. Aber was, wie, ich verstehe es noch nicht. Warum werden aus den Münzen keine festen Blöcke? Und wie werden da feste Blöcke draus? So löse ich den aus. Ja, kacke. Ich will ihn nicht auslösen.
passiert, wenn ich mit dem in der Hand das Ziel auslöse? Ah, dann fährt es da lang. Kann ich den dann irgendwie so werfen? Dass der mich da blockiert und ich dann da in die Lücke laufe? Aua. Wahrscheinlich. Achso, das ist ja... Ah, oder ich muss... Wieso? Wait. Ich muss den von hier aus perfekt. Hä? Da oben ist auch so ein Ding dran. Ah, deswegen liegt der da auch drauf. Jetzt raff ich das erst. Funktioniert das? Dass ich jetzt nicht an ihn ran spinjumpen kann, aber auch nicht über ihn drüber und also unter ihm durch? Das könnte hinhauen. Ah, shit. Dann muss der aber exakt an die Ecke. Das ist nicht nah genug. Ich hätte ihn gerne ganz an der Ecke. Noch mehr an der Ecke. Um es auszuprobieren. Da sage ich, es war ein kurzes Morse-Level und dann hänge ich an dem letzten Screen. Wahrscheinlich den ganzen Part über noch. Das war eins zu weit. Ja, perfekt. Ich denke, besser kriege ich es nicht hin. Wenn das nicht funktioniert, muss ich was anderes überlegen. Blockiert er mich jetzt? Nein. Okay, scheiße. Also dann doch nicht so. Achso, da fällt er ja runter. Das ist doch alles kacke. Ah, warte. Geht doch! Holy shit! Eieiei! Okay. Gut, dass wir darüber geredet haben. Cape 4. Von Him. Weiß gerade nicht mehr, wer Him war. Haben wir aber oft genug gesagt. Cape 4, was ist das? Okay. Kriegt direkt eine Feder. Cape User Guide. Left air catch, hold to glide, left plus B. Let go to stop fly. Also grundsätzlich einfach Federphysics, ja? War jetzt nichts Neues, was da stand. Also im Prinzip, also ich würde niemals anhand der Messageboxes verstehen, wie man fliegen kann. Aber ich weiß halt zum Glück, wie man fliegen kann. Okay, wir wollen hier Stampf hier machen. Ah, und durch die Dinger kann ich nur fliegend durch, oder was? Ah, okay. Ja, dann... Oh, das slowt mich down. Und das zieht mich wieder nach oben. Das wäre ja ganz gut. Hui. Ah, nice. Okay. Oh, jetzt muss ich aber schneller... Oh Gott. Ich bin bestimmt zu langsam. Nee, es passt sogar. Alles gut.
Nice. Na, zu langsam. Bisschen erstmal hier, dass ich Geschwindigkeit bekomme und dann kann ich auf den bouncen. Okay, und jetzt fliegen wir. Also, nee, nicht fliegen, sondern jetzt wurden wir zu einem Spin-Jump gewechselt. Okay, on-off. Da muss ich gleich wieder Anlauf nehmen jetzt, ja? Ah, okay, verstanden. Die Frage ist jetzt nur, Spin-Jump ich? Also mache ich einen Spin-Flug nach oben? Oder einen richtigen? Oder gar keinen? Jetzt. Hui! Das hat dich hingehauen. Ah, nice. Oh Gott. Huch. Das ist, also da würde ich eher so hochfliegen. Gerade mal. Ah, das reicht nicht. Ah, nee. Also dann doch richtig. Okay. Oh, das war mein State-Drücken. Das hat ihm nicht so geschmeckt. Alla! Oh, nee! Boah, die States hier drücken, ne? Kollidiert mit der Musik. Manchmal. Null. Okay. Was? Ich sehe es gerade da oben. Area 1 von 5, Area 2 von 5. Wait, jetzt muss ich hier Anlauf nehmen. Was? Aber da kommt ein Ding. Wie soll ich da Anlauf nehmen? So weit. Oh, verstanden. Und schon kacke. Oh boy. Oh boy. Nee. Das ist ja... Oh Gott. Und das ist eher ja 2 von 5. Das heißt, wir kriegen hier einen richtig krassen Fluglevel noch zusammen. Ist das Item Abuse 1? Please no. Ich komme nicht höher. Oh shit, ich hab's versaut. Nein, hab ich nicht. Ich komm hier. Direkt runter und dann hoch. Oh boy. Das passt nicht. Nein. Scheiße. Okay, ich kann aber hier ein bisschen runterslowen vorher. Und dann. Alter. Alter. Ich müsste höher sein, ne? Shit. Ah, es reicht gerade nicht. Es reicht. Jetzt habe ich es versaut. Ja, den kriege ich nicht mehr. Ah, shit. Geht's aus der Position noch? Nein. Aus der könnte es noch gehen. Alter. Nee, wir müssen den Raum neu starten. Es hilft nichts. Scheiße. Oh, Himmel, was? Was für ein krasses Zeug ist das denn jetzt? Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, weia. Das werden wir auf jeden Fall aufsplitten müssen, das Level.
das kann ich jetzt nicht. Yo! Alter, zum Glück weiß ich, wie man fliegt, ne? Die Physik jetzt nur aufgrund der Messagebox zu erklären bekommen, ja, klar, dann weiß ich sofort, wie man fliegt. Easy. Ah! Lass mich in Ruhe! Trifft er mich? Ja, er würde mich treffen, ne? Nein! Oh Gott, aber die States setzen macht halt echt die Musik so kaputt. Okay, ich muss jetzt aber höher kommen, haben wir ge... Alter! Ich muss hier höher kommen, das haben wir ja gerade gesehen. Und ich muss hier aber auch durch... Das ist gerade ganz schlecht getimt. Okay. Oh, wait, aber ich kann hier so ein bisschen zumindest. Genau. Oh, yes. Wir sind hier durch. Jetzt hier wieder schnell. Nice, 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 nice. Was? Was ist passiert? Oh, der Kollege ist passiert. Okay. Was ist das? Was? Ach, das sind Kakteen. Okay. Okay, okay, okay. Dann haben wir den Abschnitt geschafft. Oh boy. Gut, dann machen wir nächstes Mal Abschnitt 3 weiter. Wenn wir jetzt hier durch die Röhre kommen, und das kommen wir, dann kann jetzt gar nichts mehr schief gehen. Außer ich komme nicht durch die Röhre. Lul. Alter. Yo, würdest du mich einfach in die Röhre lassen? Alter. Würdest du mich bitte... Oh Gott, danke. Okay. Dafür brauche ich ordentlich Nerven. Ich esse jetzt erstmal was und dann spiele ich weiter. Danke fürs Zuschauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und tschüss.